zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Trump. Donald Trump. Schon bald kommt Donald Trump in die Schweiz, besser gesagt nach Davos ans WEF. Höchste Zeit, ihm also ein paar Tipps über unser Land zu geben. Dear Mr. President, let me give you some tips about Switzerland. This is something I'm very proud of. Great for our country, great for the American people. Sie sind sehr populär in der Schweiz. Wir haben sogar einen eigenen Comic über Sie. Daraus wurde sogar ein Kinofilm gedreht, mit Ihnen in der Hauptrolle. Sagen Sie mal, fliegen Sie eigentlich mit der Air Force One in die Schweiz? Switzerland ist in Europa. A very nice country, very beautiful and very nice people there. No, Mr. President, das ist Sweden und da ist Swaziland. Aber Sie gehen nach Switzerland. Die Schweiz liegt im Zentrum von Europa, welches eine bewegte Vergangenheit hatte. Beim Begrüßen gibt man sich die Hand. Bitte vermeiden Sie folgende Gesten. Nein, Schweizerinnen sehen nicht so aus. Das sind Schwedinnen. Blondinen in der Schweiz sehen so aus. Doch Vorsicht, vor ihr sind schon ganz andere Staatsmänner eingeknickt. Genau, Mr. President, in der Schweiz dürfen Sie 120 auf der Autobahn fahren. Trotzdem sind Sie nicht in einer Stunde von Zürich in Davos. Es sind 120, aber Stundenkilometer und nicht Miles in a Hour. Das sind 193 Stundenkilometer. Sie werden somit der Fastest and the Furiest President. You can vergessen die Golfschläger. Es ist Winter in der Schweiz. Da ist Schnee in den Bergen und die Temperaturen liegen unter 0 Grad. Auch wenn es am WEF langweilig ist und Sie überfordert sind, gehen Sie nicht auf die Jagd. Die Einheimischen mögen es nicht, wenn Ihr Maskottenschaum erschossen wird. Davos liegt in den Bergen, da kann es oft windig werden. Über 2000 Meter gibt es keine Bäume mehr. Das ist normal und hat nichts mit der Schweizer Klimapolitik zu tun. Wir haben auch sowas wie Mickey Mouse. Bei uns in Switzerland ist es einfach ein Papagei und heißt Globi. Probably the most famous Papagei in the world. In Davos hat es kein McDonald's, doch deswegen ist die Schweiz kein Kreislaufland. Nehmen Sie doch einfach genügend Happy Meal mit. In der Schweiz haben wir keine Mauer, um uns zu schützen. Wir haben einen Rührstichgraben und keine der beiden Seiten hat dafür bezahlt. Sie werden sicher im Golden Ei wohnen, in the Golden Egg. It's the biggest egg that you ever see. Wo es Eier hat, hat es auch Hühner. Sie werden sich sicher wohlfühlen. Nun sind Sie bereit für die Schweiz. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Thank you very much. Das war's von meiner Mission in Amerika. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und ich würde sagen, lieben ist draußen.